Sali zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Die Person hier hat eine Maus gefunden, die ein bisschen hängen geblieben ist. Vermutlich ist sie hängen geblieben auf einem Kaktustrip, weil das ist eine Wüstenmaus und in der Wüste gibt es kein LSD, sondern nur Kaktus. Auf alle Fälle gibt es nur eine Lösung, die wieder von ihrem Trip oben runterzuholen, und zwar mit einem neuen Trip. Zum Glück hat der Typ, der die Maus gefunden hat, ein recht trippiges Auto mit der interdimensionalen Lüftung mit Hyperspeed-Geschwindigkeit. Ameisen hingegen sind von Natur aus permanent am Trippen, wie ein Wissenschaftler hier beweist. Auch können sie sich in einen grossen Ball verwandeln, der sich wie ein Küssi verhält. Hühner sind eher straight. Und der Krebs missbraucht den Quallen als Schneckenhaus. Ja, das wäre es wieder mal gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir uns bald wieder sehen. Tschüss.